Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Ballas, Yay! dem besten Typen überhaupt. Und ja, ich habe noch einen Sidekick dabei. Ratet mal, wer das ist. Der Rondrak hier vor mir. Du nicht. Nee, Nein, du Yubi! nicht. Yay! Yay, Yubi! Wer ist der coolste hier? Du nicht. Ja, Muss einfach sein. das muss sein, das stimmt. So, wir haben uns für heute was vorgenommen. Ja. Was richtig episches, das wird an Spannung kaum zu überbieten sein. Wir gehen Holz farmen. Yay! Du, Yay. du, du, du. Ja. Nein, aber es muss ja sein, weil wir wollen ja den Hafen noch mit Holz ausstatten. Genau, und da brauchen wir ein bisschen was aus den Tropen. Genau, und da latschen wir jetzt mal hin, aber vorher machen wir kurz das Inventar leer. Ja, das dürft ihr auch mit angucken. Ja, Und damit wir Platz haben für die Tropen. genau, und dann gehen wir da jetzt einfach mal so ein paar Tropenwälder abholzen. Wie man es halt so macht, gehört sich halt so, ne? Genau. Rodet die Wälder. Yay. Keine Macht den Bäumen. Bäume stinken eh. Genau. Nach Natur und so. I, Natur. I, Gibt's nicht voll. auch was von Ratiofarm? Zwillinge höchstens. Ja, was will ich mit Zwillingen? Ich will was von Ratiofarm, was gegen Natur gut ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so hilft. Doch, doch, Oh, bestimmt. ich habe sogar noch 18 Tropenholztreppen, sehe ich gerade. Aber es reicht trotzdem nicht. Hey, wir haben genug Tropenholz, das können wir Okay, hinfahren. Plan So verworfen. schnell Und kann's jetzt? Oh, gehen. ich habe hier sogar auch noch mehr Tropenholz. Aber es reicht trotzdem nicht. Ich Sag's doch wiederhole nur so. mich. Sag's doch nur so, dass es nicht reich ist. Bestimmt voll genug. Du hast 100 Millionen, 1000 viele Tropenholz. 37. Siehst du, sag ich doch. 100 100 Millionen, Millionen 1000 viele. viele. Und vielleicht gerade so mal kurz am Anfang erwähnt, da die Folge ja bald rauskommt. Balas und ich fahren ja bald zu Gamescom. Ne? Haben wir schon Hey. 2000 Mal erwähnt. Worauf wir uns auch sehr, sehr freuen. Und ich mache das jetzt einfach mal hier in Minecraft. Wir machen in der Zeit auch Urlaub. Urlaub heißt, da werden dann in der Zeit keine neuen Teile hochgeladen werden. Ist vielleicht nicht so unwichtig, das mal zu erwähnen. Ne? Da machen wir dann auch mal Weil eine Woche Urlaub. So nach einem Jahr. Dauer-Upload quasi, dürfen wir das glaube ich auch mal. nehmen wir uns mal ein paar Tage frei. Genau, und gerade da wir eben auch beide ja zusammen unterwegs sind und das ist jetzt, wäre jetzt eine Menge, Menge organisatorischer Aufwand, das Ganze zu machen und dazu fehlt dem Und Balas zumindest die Zeit im Moment einfach. zeitlich ist es im Augenblick alles ein bisschen stressig, weil ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Arbeit ist scheiße, Chef ist im Urlaub, viel Stress. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich da auf euer Verständnis für, dass wir dann auch mal ein paar Tage Ruhe haben. Genau, in denen wir einfach mal ganz in Ruhe abhimmeln können. Und genau. Und was ich euch auf jeden Fall dazu versprechen kann, ist, dass es ein bisschen anderen Content dann nach der Gamescom gegeben wird. So viel sei mal gesagt. Genau. Was das ist, könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen mitdenken, aber lasst euch überraschen. Genau. Also, wir haben uns das schon ein bisschen was überlegt und ja, der Rest. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sagen wir es mal so. Macht schon mal den Trommelwirbel, ne? Wir kommen Ja. dann gleich nach. Genau. Nein, aber das eben bloß als Info. Also wir werden das sicherlich nochmal auf Facebook raushauen, aber das liest wahrscheinlich eh kaum einer. Ja, aber hey, ihr hört zumindest nochmal von uns. Genau. Aber das, dann haben wir das auch mal geklärt. So. Wo mache ich die Öfen hin? Ich habe hier irgendwo eine Kiste, wo Werkzeug draufsteht. Da kann man Öfen rein tun. Ich habe schon 9 Öfen in meiner Kiste. Okay, also ich bin soweit fertig. Ja, ich bin gerade noch am Feintuning, weil ich räume es ja alles gleich ein bisschen so halbwegs sortiert ein. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich was habe, in welcher Kiste, auch wenn es beschriftet ist. Voll gut, ne? Deswegen, einen Moment, einmal passt er da drüben rein, so. Tüdelü, da haben wir noch eine Wobei, Eisenachse. Moment. Eine Sache noch in puncto Gamescom. Ich habe noch gar nicht gehört, ob jemand von euch eigentlich da ist. Genau, stimmt. Gutes Argument. Ist jemand von euch zu Gamescom? Und wenn ja, lasst mal was hören vielleicht. Genau, also wenn ihr Bock drauf habt, also wir können uns bestimmt auch mal treffen, wenn ihr volljährig seid, auch gerne mal auf ein Bierchen oder so. Ja, wenn ihr über 16 seid, auf ein Bierchen. Wenn ihr über 18 seid, dann geht da auch mehr als ein Bierchen. Nein, mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr da seid, können wir uns ja gerne mal irgendwo Genau, also wir haben ein, zwei damit auf jeden Stündchen Fall. oder so um die Ohren hauen. Da kriegen wir auf alle Fälle irgendwo ein bisschen Zeit rein, denke ich mal. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt natürlich. Und da seid. Das wäre So. hilfreich.
wenn ihr nicht dran seid, könnt ihr uns irgendwo hinschicken und wir warten da auf euch und wir warten. Und warten. Und warten. Irgendwann und fangen wir an zu weinen, weil keiner kommt. Wir haben es versprochen, Ballas, wir haben es versprochen. Okay, hätten wir das geklärt. Ja. Aber trotz alledem, wichtiger Punkt. Interessiert mich. Jo, ich bin jetzt auch soweit. Gut, dann kann ich ja mein Bier eben hier stehen lassen und dann gehen wir mal los. Ich hab auch schön Make-up aufgetragen, nur für dich. Ja? Habe ich mich hübsch gemacht. Oh, das ist aber süß. Oh, aha. So, dann lass uns mal und hör auf, was zu fressen. Warum? Lass mich Süßigkeiten essen. Ich glaube, hier drüben war irgendwo ein Dschungel, oder? Irgendwo in die Richtung, glaube ich. Kann sein. Nom. Hab ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Jetzt, komm, also, da ich hoch. Ich bin der Ballast, ich bin immer am Essen. Das ist wichtig, das gehört praktisch zu mir dazu. Ja, da drüben ist ein Dschungel. Jungle. Gehen wir jetzt jungeln? Ja, wir gehen jetzt jungeln. Wie ist denn? Okay. Ich klaue den Red, haha. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin blind. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe nichts. Wo bin ich eigentlich? Ja. Ja. Hätten wir das geklärt. Gut, es regnet bei mir. Wie? Hä? Also bei mir, draußen. Also beim echten Juvi regnet es. Ja, beim richtigen Juvi, genau. Who cares? Ja, sehr gut. Das ist genau das Wetter, was ich eigentlich haben wollte für nachher. Ja, komm, das hab ich nicht so. Ich weiß, du hast ja jetzt offiziell schon Urlaub. Ja, ich hab Urlaub. Ich muss noch schaffe. Ich hab Kohle gefunden. Grats. Oh, ich hoffe, man hört das nicht. Das ist ziemlich laut gerade. Dann schalt den Regen aus. Also ich höre es im Hintergrund leicht plätschern. Verdammt. Geh zu, Fenster. So. Tolle Tricks, um Türen zuzumachen übrigens. Ne? Irgendwann bei mir zu Hause, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ich saß da am Daddeln oder so. Mein Vater kommt ins Zimmer, wollte irgendwas. Und ich hat er beim Gehen die Tür offen gelassen, ne? Ich natürlich, ach, komm. Ja. Faul wie ich bin, ich stehe jetzt nicht auf und mach die Tür zu, hab ich mit der gerufen, mach die Tür zu. Und er so, nö, mach selber. Hab ich Fenster aufgemacht, dann ist die Tür zugefallen durch den Durchzug. Tricky. Ah, und da musste ich nicht für aufstehen. Ja, mein Vorteil ist einfach, dass das Fenster direkt hinter mir ist. Das war es damals auch. Jetzt, wo ich hier wohne, da müsste ich aufstehen zum Fenster zu machen. Das ist schlecht, mein Junge. Das ist richtig schlecht. Ach was. Aufstehen ist ganz gut. Kriegt man ein bisschen Kraft in den Beinen. Kann man auch mal zum Joggen gehen. Bin heute schon aufgestanden. Ich glaube, ich gehe mal joggen. Ja. Wenn ich jetzt schon mal stehe, kann ich auch gleich zum Joggen gehen. Ne? Das ist so der Gedanke dahinter. Und wann warst du das letzte Mal joggen? Das war der Gedanke dahinter. Aha. Ich gehe doch nicht zum Joggen raus. Nee, würde ich auch nicht machen. Ich jogg in Minecraft. So, die Minecraft-Beine sind trainiert. Und jetzt? Jawohl. Ach, alles schön eckig, so wie es sein soll. Alles schön in Form gepresst. Und, jawohl. So, ein bisschen Holz hacken. Also ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge Holz. Und du? Ich nicht. Ich renne immer noch durch den Dschungel und versuche mich zu orientieren. Wo bin ich hier eigentlich? Im Dschungel. Yay! Was mache ich hier? Dschungeln. Ballas, wie waren nochmal die Befehle zum Regen abschalten? / Toggle Downfall. Ob das auch in Real Life funktioniert? Ich glaube nicht. Nutzlos. Du musst das eingeben, du kannst ja gar nicht die Konsole aufmachen. Gibt's da einen Cheat für, vielleicht, dass das geht? So ein Real Life Cheat meinst du? Weiß ich nicht. So. Kann ich dir jetzt so nicht hundertprozentig sagen. Also ich muss dazu sagen, normalerweise habe ich nichts gegen Regen, aber ich wollte nachher eigentlich nochmal rausgehen. Weil mein Real Life Server laggt gerade ein bisschen. Ne? Warst du gestern zu lange online, oder was? Nee, zu lange offline. So.
hier noch ein bisschen hacken. So. Hacke, Hacke, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen? Weiß ich nicht. Oder weiß, so? Wer ruft. Irgendwer hat gerufen, glaube ich. Glaubst du? Ja. Ich lese, er hat gefragt, wer hat das Hühnchen sich sauer bestellt? Das war die Nummer 3. Nee, da, Hühnchen süß sauer ist die Nummer 4, ein klein. Ach, Mist, ich kann es mir immer nicht merken. Du verwechselst das jedes Mal wieder. Ja, ja. Ist Nummer 3 ein großes Chop Suey. Yay. Ah, schon wieder random Humor. So. Irgendwas einfach mal einschmeißen. Genau, wir quatschen einfach irgendwas. So. Was auch schön ist, wenn man irgendwo trinken ist, irgendwie extrem durcheinander säuft und einen die Bedienung dann anschaut, so, ihr seid wahnsinnig, alles durcheinander. Die hat uns da gestern echt Vorwürfe gemacht, glaube ich. Und? Ich meine, ihr macht sie reich. An uns kassiert haben sie anständig, muss man schon auch sagen. Ja, eben, also zum einen das und dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Trinkgeld, ne? Da ist man ja auch nicht so. Geld, hallo, wir haben noch kein Trinkgeld gegeben. Wer uns so doof kommt. Habt ihr wirklich nicht? Ich mach das irgendwie immer. Natürlich. Das sind so Dinge, die gehören für mich irgendwie dazu. Wenn ich essen gehe, wenn ich irgendwie über trinken gehe. Ja, irgendwie schon, ne? Obwohl man halt, wenn man es genau nimmt, halt auch sagen könnte, ja, ne, ist eigentlich auch Schwachsinn. Weil ich gehe ja, auch natürlich. Nicht, wenn ich irgendwo mit dem Bus hingefahren bin, gehe ich nicht zum Busfahrer vor und stempel nochmal einen Streifen für den oder so. Dann freut er sich, keine Ahnung. Geht uns in unserem Job ja auch so, oder? Ja. Also ich zumindest bekomme ganz, ganz selten Trinkgeld. Ja, ich gar nicht. Ja, das ist dann immer so, weißt du, so die Leute, die dann an der Kasse stehen, mäh. Wissen Sie was? Den 1 Cent, den brauche ich nicht mehr. Den können Sie peuten. Ja, und dann denkst du, ja, super, 1 Cent, ne? Muss ich für die Kasse noch tippen. Huch, hänge ich hier am Baum fest. Muss ich da noch eintippen mit, ne? Super. Tja, das ist natürlich dumm gelaufen. Technisch. Ja, ja. Gott. Nein, meine Axt ist kaputt. Also bei uns kommt es mal, wenn wir denn mal was bekommen, in so eine Dose. Also Kaffeekasse eben, ne? Ja, und das ist auch nochmal wieder Kaffee was holen. Anderes bei euch als bei uns jetzt zum Beispiel. Ja, klar, also wir beraten ja richtig. Also manchmal stundenlang, manchmal viel zu lang. Manchmal möchtest du nur schreiend rauslaufen. Also wenn ich sie wäre, würde ich nicht dieses Fahrrad nehmen. Das ist nämlich scheiße. Eigentlich sind sie viel zu fett für ein Fahrrad, aber egal. Eigentlich sind sie viel zu fett. Wollte ich lieber ein Auto kaufen. Oder ein paar Laufschuhe. Es gibt manchmal echt so Momente, wo du dir sowas denkst. Das ist echt lustig, ja. Ich hätte gerne ein Fahrrad. Damit will ich so Radtouren machen. Haben sie aber ein elektronisches, wo ich nicht selber treten muss. Da bin ich viel zu faul. Ein Alibi-Fahrrad. Ich hab da ein Fahrrad, aber es fährt von alleine. Voll cool. Das ist ein Moped. Das ist kein Fahrrad, du Depp. Genau. Also wir verkaufen hier wohl auch elektronische Fahrräder, aber da muss man halt trotz alledem noch treten. Ja gut, klar. Das ist eine Unterstützung. Trittentlastung oder so, da hast du ja dann praktisch immer denselben Widerstand zum Treten, oder? Naja, hast schon eine Schaltung und sowas alles, ne? Also der unterstützt dich eben nur, du kommst halt immer auf ein schönes Tempo, also von 25 km/h, und das reicht dann in der Regel. Kommt drauf an, also ich fahre gerne schneller. Ja gut, für mich wäre das auch nichts, weil ich auch viel zu schnell fahre. 25 fahre ich so schon mit dem Rad. Ich, alter Raser. Ich. Ja. Und klaust du vom Fahrrad aus alten Omas die Handtaschen, ne? Ja, und lach dabei wild. Ja! Dann schaust du rein und dann bist du reingreifen und dann klatsch geht die Falle zu, ne? Und dann hast du so eine riesen Bärenfalle so an der Hand. So, Das ist so alte Slapstick-Comedy. So war das, ich glaube, so langsam reicht das, oder? Ich habe 2 64er Stacks und 24, sag mal. 24 nochmal so. Ich gehe jetzt hier mit bloßen Fäusten durch diesen Baum durch wie durch Butter. Okay, ich habe gleich 5 64er Stacks. Ja, meine Axt ist kaputt gegangen zwischendrin. Ich habe mir vorher extra welche gecraftet. Du hast bestimmt auch noch Eisen da. Ja. Siehst du, ich nicht. Hättest du das gesagt? Ich habe genug da. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Hab auch immer noch Äxte da.
Irgendwie habe ich auch gedacht, ich habe noch Zeug dabei, weißt du? Und irgendwie hatte ich doch keins dabei. Tja, ist ja auch egal. Typischer Fall von Scheiße gelaufen. Ich habe ja genug, ist ja nicht das Thema. Also Holz und Eisen und alles. Es ist wie immer, ne? Ich erzähl was, Juri arbeitet, so wie es gehört. Ja. Und ich ärgere mich gerade wieder, dass ich mir immer noch keine Angel gebaut habe, weil ich hätte mir sonst gerne mal so ein Kätzchen mitgenommen. Ein Witzekatze? Ja, irgendwie schon. Wie würdest du sie nennen? Katze. Katze. Und wie nennst du eine zweite Katze? Katze 2. Also ist die erste Katze 1, nicht Katze. Ja, aber Nummer 1 muss nicht unbedingt nummeriert sein. Achso. Boah, hier, ich habe einen Katzenschwarm gefunden. Ein Katzenschwarm? Ja. Lauter Muschis. Halt mal die Angel rein. Spock doch jetzt nicht meine Angel aus. Es beißt mir noch einer in den Köder. Oh. Ich will hier weg. Ich auch. Es sind noch mehr Katzen und das ist Schwein. So, Ballas, ich geh jetzt mal heim.